So, hallo und herzlich willkommen. Da sind wir wieder und wir haben Aquatron Pilgrim, das ist sehr lecker. Nehmen wir noch einen Bass dazu mit dem Butcher, sehr lecker. Fürs Late Game Fortified Armor haben wir Arcane Armor, Pierce Damage, Magic Damage haben wir eigentlich schon. Brauchen wir dann nicht noch mehr? Können wir dann die Aquas mitnehmen? Ja, das sieht gut aus. Dann gehen wir jetzt schön. Ich kann nicht platzieren. Ah, jetzt. Okay. Ich hatte gerade kurz Angst. Wir splitten mit Double Bass. Wir haben keine Aura dafür, außer den Butcher. Das heißt, wir werden hier noch einen Wildschirm setzen und dann hier die Bass. So. Das heißt, wir gehen jetzt gleich entweder in den fünften Worker oder noch einen Wildroom oder eine Consort. Je nachdem, ob er schickt oder nicht. Uiuiuiui. War das ein Bot? Das war aber gerade ganz schön fix von ihm. Not bad. Ich schicke auf Blau. Blau ist ein Gral. Den machen wir fertig auf 3 mit der Brute. Und auf mich schickt Bone Crusher Double an. Da gehe ich in den fünften Worker. Und dann setzen wir jetzt einfach noch zwei Bienchen. Ich merke gerade, das ist tatsächlich nur ein ganz kleiner Unterschied am Mythium, was das ausmacht, ne? So, jetzt haben wir zwei Bienchen. Hier soll später noch ein, hier soll ein Wildschirm hin. Das heißt, ne, hier der Wildschirm. Dann auf, ne, machen wir einfach so die drei Bienchen hier. So. Und jetzt müssen wir gleich eine, oh, da kommt sogar ein Cent. Da müsste jetzt eigentlich noch einen sechsten Worker gehen. Aber ich bin erst auf 175 weg, ich muss auf 300. Ich muss den zweiten Wall schon setzen, sonst wird das nichts. Noch ein. Okay, Bone Array Maske. Dann bekommt er auf 4 einfach eine Double Dragon Turtle. Oh, das ist der 34% League, aber das ist nicht schlimm. Oh, dann schaffe ich so die Dragon, Double Dragon Turtle, ne? Okay, Double D Turtle auf 3 ist stark. So, ich frage mich gerade, ob ich das jetzt noch durchliege. Ich glaube schon, ne? Der Lizard ist, glaube ich, zu stark. Lizard gegen Wildshroom, ja. Der kommt noch durch. Eieiei. So. Dann hier den zweiten Wildshroom. Dann gehen wir gleich eine Consort. Das heißt, wir können jetzt einen Worker gehen. Schaffen noch die zweite Dragon Turtle. Ich hätte auch 4 Snails schicken können, ne? Aber beim Gral nehme ich dann doch eher die Dragon Turtle. 80 wäre auch ein Dino gewesen, aber der Magic Damage von der Dragon Turtle ist schon lecker. Kein Cent, ja genau, wie mein sechsten Worker. Er ist Double Gargoyle gegangen, ist jetzt auf 145 plus 25 plus 15 plus 65 plus 40 plus 40. 330 Value. Hard Overvalue eigentlich. Hat schon fast die Value von der nächsten Wave. Aber er liegt das hier trotzdem. Bei die Dragon Turtle. Oder? Wenn die Dragon Turtle jetzt langsam mal anfangen würde zu tanken, dann wäre ich mir ziemlich sicher, dass er das liegt, aber so. Tatsächlich eher wenig. Das war knapp. Mir haben 6 Gold für die Consort gefehlt. Dann gehe ich jetzt einmal King Upgrades. Obwohl, ich glaube, ich statt der hier lieber die hier, weil die dann den DPS macht. 54, genau. Und die sollen ja nicht direkt verrecken auf der Wave. Gegen die nächste Wave gehe ich dann einfach den Pilgrim. Setz mal dann hier hin.
Pilgrim war schon ein bisschen sehr guter Start. Da kommt der 40er Cent, die Dragon Turtle. Der wird dann gleich auch vom Wald schon abgefangen, die Dragon Turtle. Dann kann die Konsort hier ihren Schaden machen. Das sieht doch sehr schön aus. Top. Das haben wir. Könnte ich eigentlich 40er Cent, ne? Müsste ich eigentlich noch einen Worker geben, aber ich bin auf der nächsten Wave gar nicht mal so gut. Ich komme sonst auf 470 Value. Ich könnte auch einfach noch eine Consort gehen. Ah ne, ich möchte einfach mit dem Pilgrim auf der sicheren Seite sein. Sign. Und mit dem Gargoyle Graal Fire Archer ist er eigentlich schlecht auf 7. Und den Gargoyles, dann schicke ich Pierce Damage mit. Auf 7. Dann heißt, ich gehe jetzt nochmal einen Worker, setze dann gleich einen Wild Shroom. Hier. Hinter den Consorts, da kommt der 60er Resend. Gut, dass ich Value gegangen bin. Da ist der King raus, sehr schön. Der Wild Shroom stirbt aber schon. Das ist belastend. Hier raus, sehr schön. Das haben wir. Kann ich eigentlich noch einen Worker gehen? Ich habe mein WhatsApp nicht so gemacht. Es tut mir leid. Einmal schließen WhatsApp. So. Genau, ich gehe auf 7. Wenn ich schicken würde, würde ich noch einen Worker gehen können. Aber ich gehe nicht den Worker, sondern setze hier jetzt den Wildshroom. Dann kann ich jetzt rein theoretisch 3 Worker gehen. Ja, wenn er jetzt nochmal schickt, kann ich 3 Worker gehen. Wenn nicht, ist doch alles in Reichweite, ne? Ja, alles in Reichweite, sehr gut. Bin auf 580. Ne, das müsste reichen. Eigentlich müsste ich das haben. Und wenn ich jetzt 3 Worker gehe, würde ich sogar die Mimic schaffen. Ich gehe erstmal die 2 Worker, weil er saved. Und schafft anscheinend 100 pro Wave. Das sind 5 Worker. Er ist jetzt hart gegangen, das heißt, auf 7 kriegt er richtig aufs Maul. Ist halt die Frage, ob ich denn mit der Mimic gut durchkomme oder lieber mit einem Cannoneer. Ich glaube, Cannoneer und Lizard wäre besser. Auf jeden Fall das, was ich vom Income schaffe, und das ist der Cannoneer. Dann ist das hier noch ein Wild Shroom oder Double Aqua. Wir gehen noch ein Wild Shroom und noch eine Bass hier hinter. Ne, dahinter. Und den Lizard. Ja, bin ich gespannt, was jetzt passiert. Weiterer Save, das ist okay. Gehen wir einfach noch einen Pilgrim. Mit dem Magic Damage sind wir auf der 8 eigentlich gut bedient dann. Warum dauert das so lange mit dem? Die Einheiten hier, die sterben alle. Obwohl eigentlich gar kein Schaden da ist. Ist doch nur eine kleine Maske. Ah, das müsste eigentlich ein guter League werden auf beiden Seiten, ja. Good job. Aber der hat halt richtig viel Value hier, ne? Also trotzdem League. Und die Zeit, die da rauskommt, ist auch nochmal sehr lecker. Und ich schaffe sogar noch einen Wildschirm eventuell. Ich könnte auch eine Consort gehen. Oder ich gehe einen Pilgrim und 2 Aquas. Ja, wir gehen Pilgrim und 2 Aquas. Und ich resende jetzt nochmal Fiends. Müsste ich eigentlich 2 Stück schaffen. Kennen ihr kam durch, das ist eine Menge Gold, die er da verloren hat. 30 Gold. Wenn man so einen dicken Cent hält, dann ist das eigentlich schon ein richtig krasser Feed. So, 267. Noch ein Pilgrim. Ich könnte noch eine Biene verkaufen und noch ein Pilgrim gehen. Ja, so.
So. Was haben wir für Spells, Pawnshop, Investment und Lizard Army? Schaffe ich nicht, ne? Dann noch die Grain Turtle dazu. Sie saven weiter auf 9. Da gehe ich jetzt einfach an Mudman. Da kenne ich nichts. Oh, dieser Heal einfach. Das ist einfach ein Wild schon fast Full Life. Hätte er resendet, dann hätte er ihn, glaube ich, geleakt, ne? Ich habe ihm jetzt 130 Gold geschenkt, ne? Wave 9. Schicke ich nochmal Dragon Turtles. Weil er schickt jetzt und ich will die Wave 9 eigentlich sehr gerne halten. Und mit Double Mudman müsste mir das eigentlich gelingen. 270, das ist jetzt leider kein Double Mudman. Aber ein Mudman hier, die verkaufen und noch einen Mudman dort. Und wir hardenen die. Bin mir nämlich sehr sicher, dass er jetzt schicken wird. Wenn er nicht jetzt schickt, dann ist das ein ziemlich krasser Oversave. Ah, sehr gut. Und die Wildshrooms, die hier hochgehalten werden, ist das natürlich super lecker. Ja, schön hochheilen. Die Mühle muss sterben, bevor ihr irgendwas anderes stirbt. Ah, oh, Gott sei Dank. Jetzt müsst ihr das haben. Gehe ich 2 Worker. Ja, Pilgrims sind so lustig, ne? Die holen so viel Value aus seinen Einheiten raus. Und er liegt sein. Good job. Ich reroll jetzt einmal. Oh, Josera Schweinchen. Dann nehme ich die Buzzes weg, die Wildshrooms weg. Ja. Mit Butcher, Josera, ziemlich geile Kombo. Dann geben wir gleich eine Josera und Aquas dazu. Er hat ja mit der Maske und vorne nicht wirklich Pierce Damage, ne? Sondern die Green Devil. Dann schicke ich da 2 Brutes und das müsste ihn dann ziemlich hart ärgern. Da kommt ein Butcher, dann kommt die Josera dahin und dann machen wir hier noch Double Aqua. Obwohl, nee, die soll möglichst vor den Wildshrooms tanken und vor den Buzzes. So, dann tanken die Mudmans zuerst und dann die Josera. Und der Attack Speed Slow ist möglichst lange da. Ja. 120er Resend, das müsste fein sein. Pilgrims mit Josera ist auch eine sehr lustige Sache. Können jetzt wieder Worker geben. Wir sind auf 1500 Value, das sollte definitiv reichen. Ich werde dann gleich einfach noch einen Mudman vorne hinsetzen. So, genau. Gib mir das Gold. Und, oh, er ist in den Disciple gegangen. Ich schicke auf Blau. Blau ist mittlerweile... Ja, Rot. Ja, Blau ist ziemlich gut dabei, ne? Muss ich jetzt mal ordentlich Worker prellen. Gehe ich Lizard Army? Ja, ich gehe Lizard Army. Habe ich den King? 400. Ne, 336. Aber der kommt halt nicht mehr ran, ne? 15. Worker. Wir gehen die Lizard Army oder das Investment? Und dann schicke ich ihm auf 12. Genau, so machen wir es.
Butcher oder... Eigentlich mit den Pilgern sind wir ziemlich gut dabei, ne? Genau, ich hardene die beiden jetzt. Und gehe hier nochmal 4 Worker und einen 5. Und dann schicke ich auf 12 richtig deftig. So machen wir's. Hand, King Upgrades, sehr lecker. So, und er ist jetzt Nightmare on a Disciple gegangen. Eine Sea Tram wäre sehr lecker. Sea Tram, was kann man da denn noch schicken? Magic Damage. 2 Drachen? Lieber 12. Ja, lass jetzt schicken. So, schicke ich 2 Drachen. Das ist 140er Cent. Good job. Und dann auf... Gut. Hermit? Ja, Hermit, um den Masken entgegenzuwirken. Haben wir hier 396. Das wäre für die 13 eigentlich die Aktea am besten. Genau, und danach gehe ich dann Canopies. 1860, ja. Haben die Value? Das reicht, ist die Frage. Jetzt noch 3 Snails, damit die Masken möglichst nicht möglichst viele unterschiedliche Ziele gleichzeitig treffen. Komm, die Snails habe ich noch, sehr lecker. Und die Disciple eventuell ihren Spell auf eine Snail wasted. Und da haben wir wieder die Lex, sehr schön, vielen Dank. Double Harden oder nur einfach Harden? Ne, einfach Harden. Warum hatte der gerade bei mir 3000 Leben? Ich muss mal kurz die Firewall ausmachen. Ah ja, das ist doch schön, wenn man das Spiel so hart laggt, dass... Es ist so traurig, dass... Falls ihr dafür... Nee, Firewall ist deaktiviert. Dann liegt es einfach nur an Legion, okay. Wir resenden. 13 haben wir Impact Damage, da wollen wir wieder Magic Damage dabei haben. Ja, und der Spell, der klärt das jetzt, glaube ich, weg, ne? Schade, noch nicht GG. Mit 700 Gold kann ich hier noch eine Yosora gehen. Orktair, da gehen wir dann hier in der Mitte den Butcher. Habe jetzt leider gegen meinen ursprünglichen Weg, die Canopies zu gehen, aber... Die Akteas sind auf 13 halt leider so broken, oder generell sind die Akteas momentan so broken, dass man sie einfach bauen muss. So, Triple Lizard und ein Hermit. Sehr schön, Hermit ist raus. Die saven. Ich habe die Value, kann jetzt also Worker gehen und trotzdem Overvalue gehen. Und es sieht auch so aus, als würden die Golems gleich von der Seite rein... Ja, sehr schön. Das ist eine Kingclaw, aber das müsste eigentlich okay sein. Ja, das sieht gut aus. Das ist GG. GGWP. Die haben einfach nicht mehr genug Gold generieren können, um die Value zu halten. Würde ich sagen, gutes Spiel, ne? Jetzt auch schön abwarten, Safety Mode Hermit. Ranked, finde ich, macht es einfach keinen Sinn, den King auszubauen. Upwave 14 lohnt es sich, sobald die Double Worker kommen.
Aber davor bin ich kein Fan. Naja, hat mich gefreut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!